Herzlich willkommen auf Multilaser und heute, ihr seht schon im Titel, ich bin so gehypt, endlich der Corrali Punisher M-Line exklusiv. Ey, ich freue mich so sehr für M-Line. Guckt es euch an, da ist das geile Teil. Ehrlich, ich freue mich so sehr, richtig geil. M-Line exklusiv, Punisher. Ja, so kommt das gute Stück bei euch an. Zumindest bei mir. Hier RTR, Ready to Run, 4WD, ganz klar, 3 Diffs, logisch, plus 100 km/h. Werden wir testen. Ich habe nämlich auch 6S bestellt, niegelnagelneue. Und somit können wir den Wagen auf 4 und 6S testen. Und das werden wir auch machen. Ich hole ihn jetzt erstmal hier raus. Das gute Stück habe ich hier in der Hand. Was ein Monster. Aber bevor ich ihn euch zeige, einmal kurz gezeigt, was noch im Karton war. Und zwar die Anleitung mit Beinplug. Denn Bedienungsanleitung für die Fernbedienung, Antennenröhrchen mit Gummi und die Manual eingeschweißt. So sieht das Ganze aus. Punisher. Und wir gucken einmal schnell in den Karton. Da wird die neue Funke drin sein. Ja, schön geschützt. Da ist sie. Die gucken wir uns auch gleich an. Erstmal kurz alles zur Seite. Denn jetzt kommt der Star. Zack. Ich habe ihn mir in Blau geholt. Ich wollte ihn unbedingt in Blau haben. Und ich sehe ihn jetzt zum ersten Mal in live. Geil. Oh, mega. Karo ist drauf, aber mit Folie drum. Ich mache mal kurz ab. So kommt er nämlich bei euch auch an. Aber die Folie schön in der Folie eingepackt, so dass die Folie wirklich unbeschädigt bleibt, auch von innen. Sehr stark. Ich zeige euch einmal die Karo. Das Auto noch mal kurz weg. Wir sehen auch, dass er hier ein bisschen länger ist zum Jumbo-Vergleich. Und ich sehe schon diverse Veränderungen. Ich vergleiche den hier übrigens mit dem Modell, dem Punisher davor. Ne? Also alle Neuerungen sind gegenüber dem alten Punisher. Hier natürlich, ne? Nur dass ihr es wisst. Die Sachen gibt es schon bei Kagama und habt ihr nicht gesehen. Genau. Ne? Aber für das Modell, für den Punisher hier, absolut neu und exklusiv. Einmal die Karo gezeigt. Ich habe sie in Blau genommen. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, das Ganze in Grün zu nehmen. Also ich muss sagen, gefällt mir extrem gut. Dieses Farbdesign, richtig stark. Richtig schön. Guckt euch das an. Mega, ey. Alter, sieht das mega gut aus. Aufkleber, alles schön angebracht. Wirklich, alles schön, wirklich schön angebracht, wie ihr seht. Nichts irgendwie schief oder so. Wirklich, wurde sich richtig Mühe gegeben. Also ich kann jetzt hier keinen groben Fehler sehen oder dass sich die Aufkleber wieder lösen. Da könnte sich so ein anderer oder anderer mal eine Scheibe abschneiden. Nee, wirklich richtig schön. Also wirklich toll gemacht. Aufkleber auch hier um die Ecken. Wirklich toll angebracht alles. Man muss nichts nachdrücken. Die Aufkleber sitzen wirklich sehr toll. Die Lackierung ist wirklich stark. Dann gefallen mir die Anbauteile. Wir haben hier Kunststoff, also so eine Mattgarz für oben schon. Ja, seht ihr hier, das heißt, wenn der Wagen auf dem Dach landet, ist der Wagen gut geschützt. Dann hier so eine Art Lufthutze auch aus Kunststoff als Anbauteile. Dann haben wir hier an der Seite auch noch Kunststoff-Anbauteile, die dann von innen drin natürlich auch verschraubt sind. Innen drin silber lackiert als Deckschicht, finde ich gut. Ist auch ordentlich, wie ihr seht, bis in jede kleine Ecke. Also wirklich eine toll gefertigte Karo. Wow. Na, dann hier wieder mit den Gummis. Ist okay, kann man machen. Ja, also wow, ja. Finde ich richtig stark. Schöne Karo. Gucken wir uns das Auto an. So, wie gesagt, ich habe ihn in Blau bestellt, wie ihr ja schon anhand der Karo gesehen habt. Dann haben wir hier den hübschen Flügel, auch richtig schön M-Line exklusiv. Übrigens steht es auch hier oben, ne, bei der Karo. Und da auch nochmal. M-Line exklusiv. Ja, gefällt mir richtig gut. Und hier steht es auf dem Spoiler hinten auch nochmal, denn hier auch, push your limits, dann haben wir es auch nochmal da auf der Seite stehen. Und jetzt kommt es, guckt euch das an, finde ich richtig schön, die Bodenplatte. Na, das ist doch mal, also wenn das nicht eine Augenweide ist, richtig schön, richtig schön.
Das ist, glaube ich, die schönste Bodenplatte, die ich je gesehen habe. Ich feiere das tierisch. Richtig stark. Ja, Mudguards natürlich, die Kunststoff-Mudguards, wie wir es kennen. Mit den roten Unterlegscheiben. Richtig schön. Kommen wir mal aufs Auto. Ja, gegenüber neu natürlich der Tower, die Querstrebe. Wir haben sogar hier für das GPS-Modul den Halter, dass wir den GPS-Empfänger hier reinsetzen können. Ich habe ihn gerade nicht. Sonst hätte ich es euch zeigen können, aber es ist ein Halter mit bei. Dann haben wir hier eine Max 8 Hobbywing-Kombo drin, natürlich umgelabelt auf Coralli mit einem 2050 KV-Motor. Wir haben die Reifen vom Kagama, glaube ich, sind das. Genau, die Fernsteuerung und die Reifen sind vom Kagama übernommen worden. Ja, dann haben wir Neuerungen. Die Achse vorne, wie die Ackermann-Platte, die wir hier verbaut haben. Hier, das Metall ist 70-75. Ne? Denn, boah, der sieht ja so massiv aus. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als der Jumbo. Ne? Also, dass die Geschichte hier hinten sieht echt brutal massiv aus. Wahnsinn, also echt irre. Tower kenne ich so. Sieht auch schön aus. Mitteldiff natürlich wieder voll aus Aluminium, Stahl, Hauptzahnrad. Das HZ ist hier kleiner, damit das Ganze hier schön kühl bleibt. Finde ich, ist eine gute Entscheidung. Habe ich damals auch beim Notorious gemacht. Ja, dann haben wir, wo fange ich an? Ich gucke mir den gerade erstmal selber an. Oh, der liegt auch schön, ey. Auch von der Dämpferung richtig stark. Ja, wir haben verbesserte Ausgänge vorne, hinten, gegenüber dem Vorgängermodell natürlich die Brücke, den Tower. Wir haben 25 Kilo Servo. Wir haben 70-75, hatte ich schon erwähnt, gefräste Dämpferbrücken vorne wie hinten. Max 8 mit zusätzlich Kondensatoren und das kann ich nur bestätigen, die sind hier. Hier sind die Kondis mit eingearbeitet. Sehr ordentlich, muss ich sagen. Dann haben wir hier die Brücke, da haben wir einen Blindstecker. Ne? Das heißt, ihr könnt, wenn ihr im 4S fährt, dann macht ihr den Blindstecker rein, zack, und schließt euren 4S an. Oder ihr fährt 2x2, dann macht ihr den Blindstecker ab. Ebenso ist es bei 6S, wenn ihr einen 6S-Block fährt, nehmt ihr den Blindstecker, euer 6S hier, oder ihr fahrt 2x3S, dann kommt der natürlich raus. Finde ich gut gelöst, das Ganze sieht ordentlich aus. Ne? Und schöne Kondibank ist hier auch schon mit dran, richtig stark. Ne? Muss man nichts mehr nachrüsten, wirklich toll. Dann verbessertes Akkufach, gefällt mir. Wieder mit Verstellung. Ihr könnt hier den Kunststoffrahmen verlängern oder wegnehmen oder rausnehmen und dann mit den verschiedenen Akkutypen anpassen. Haben sie gut gemacht. Da der Max 8 von Hobbywing, wie gesagt, ungelabelt, der Motor. Ich hatte die Kombo von Coralli noch nicht. Ist meine erste. Daher bin ich mal richtig gespannt, wie die funktioniert. Aber wenn es wie Hobbywing, also, dann kenne ich es. Ne? Aber ich bin trotzdem gespannt. Das mit der Kondibank und Co. ist wohl schon Standard bei anderen Modellen gewesen, war aber bei dem alten Punisher noch nicht und ist, wie gesagt, hier jetzt auch am Start. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, das ist ja ein M-Line-Exklusiv und ist preislich natürlich deutlich unter den anderen. Und deswegen finde ich das mega, dass das hier mit drin ist. Der Regler kann übrigens mit der ganz normalen Hobbywing-Programmierkarte komplett programmiert werden. Ist also nicht eingeschränkt wie bei anderen Herstellern. Alle anderen Neuerungen, ne, die ich jetzt hier sehe, sind bei dem Punisher Modell neu, aber zum Beispiel beim Kronos schon da gewesen. Aber hier für den Punisher neu. Und zwar hier sehen wir zum Beispiel an den Querlenkern die Kunststoffflügel überall, dienen zur Verstärkung. Wir haben auch die Ausgänge, also hier die Kunststoff C-Hubs. Das sind die HD-Teile, das heißt nicht mehr die dünnen, schwachen, sondern die HD. Das haben wir so vorne, so wie hinten auch. Denn auch die Querlenker sind auch die verstärkten Querlenkerhalter. Dann haben wir nicht mehr einstellbare, sondern die Spureinstellungsstangen sind jetzt aus Kunststoff und nicht mehr einstellbar. Was natürlich praktisch ist, weil muss man nicht großartig einstellen und einfummeln, sondern es ist immer gleich. Und dann sind sie auch noch widerstandsfähiger, weil Flex besser, ne? Finde ich. Zum Bashen absolut genau richtig. Wenn jemand jetzt mit dem Wagen Wettbewerb fahren will oder so, dann sind natürlich einstellbare Stangen das Richtige. Aber das ist ein Basher und kein Wettbewerbswagen für die Strecke. Ne? Deswegen finde ich die Geschichte ohne einstellbare Spurstangen hier absolut in Ordnung. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist für mich in Ordnung. Ja, dann ist der
Spoilerhalter verstärkt worden, wie wir sehen. Gegenüber dem alten jetzt, wie gesagt. Ne, sieht massiv aus, muss ich sagen. Die Streben hier, die kenne ich nicht. Die hat der Jumbo nicht. Deswegen finde ich es richtig stark. Also hier wird nochmal richtig schön die Brücke gehalten. Für die Leute, die es noch nicht kannten, so wie ich. Sieht mega stabil aus. Also das sind ja Türme, die sind ja irre. Und man kann sogar hier in die Türme sogar noch Carbonplättchen mit einlegen, die das noch versteifen. Irre. Auf beiden Seiten übrigens. Das kann man sogar auch in den Querstäben hier, die vorne und hinten sind. Da können auch noch Sachen eingelegt werden. Sogar hier in die Arme können Sachen reingelegt werden, sehe ich gerade. Zumindest vorne, wobei hinten auch hier. Also da können extra noch so Platten reingelegt werden. Ich schätze mal aus Carbon, um das Ganze noch zu versteifen. Wäre die Überlegung, ob das bei einem Becher wichtig wäre, weil der Flex muss ja irgendwo sein, aber man könnte es machen. Finde ich mega. Wir haben hier unter Alu, ist nur eine Kunststoffabdeckung, darunter haben wir eine Aluplatte. Der Wagen sieht so massiv gebaut aus. Dann sehe ich und habe ich auch gehört, dass die Stange dicker sein soll. Sieht auf jeden Fall massiv aus. Ja. Also die Mittelstange hier sieht massiv aus, also sieht echt fett aus. Ich zeige es euch mal. Eine richtig fette Stange. Ja, dann sind die Ausgänge wohl dicker. Nur noch besser wäre Federstahl. Also hier die Cups sind härter als sonst. Und was noch besser wäre, wäre einfach die Tunings-Variante als Federstahl. Ne? Nur, dass ihr es wisst. Also hier ist schon einiges drin in dem Auto. Und das für das Geld, ne? Einfach nur irre. Einfach nur irre. Ich finde den Wagen echt schön. Das hier, den Teil hier, den kannte ich nicht. Ich finde den Aufbau hier hinten sehr interessant. Ich kann mir vorstellen, dass das ultra stabil ist. Und guckt euch das an. Das sehe ich jetzt hier. Guckt euch mal die Querstrebe an. M-Line und dann Modellbau Mads. Feier ich tierisch. Geil. Ne? Da habe ich es auch eben noch hier vorne auf den Brücken gesehen. Also wer da nicht erkennt, dass das sich hier um einen M-Line handelt, dann weiß ich auch nicht. Guckt euch dieses geile Teil an. Ich versuche ihn mal euch zu halten. Und dann guckt auch mal hier. Das kenne ich auch schon, den Steckerhalter vom Jumbo. Aber hier, richtig geil. Das passt auch richtig gut zu dieser Kombo. Der ist auch richtig fest. Ne? Wackelt hier nicht rum oder so. Richtig schön. Und man kommt auch gut dran. Ich denke mal, dass man auch von außen oder von innen hier sehr gut rankommt und den an- und ausmachen kann. Oder wenn man ihn hält, zack, ne? Wenn man den Wagen packt, dann kann man ihn auch ausmachen. Ja, also der Schalter ist auch gut belegt. Was ich gut finde, ist, wie gesagt, hier, ich gucke mal kurz, ob ich den GPS-Empfänger finde. Denn den Tower, ich muss sagen, ich finde das alles genial. Gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Schön. Hammer. Hammer. Ja, falls ich irgendwie eine Neuerung vergessen habe gegenüber den alten Punisher, werde ich euch den Link natürlich unten in die Videobeschreibung packen, dann könnt ihr euch das angucken. Ansonsten zeige ich euch gleich nochmal Detailbilder, aber ich suche jetzt mal kurz den GPS-Empfänger und dann gucken wir uns doch die Funk und die Anleitung einmal an. Nach ein bisschen Suchen habe ich ihn gefunden, den Sky GSM 020 und der kommt, jetzt guckt es euch an, zack, hier rein. Ist das nicht cool? Und dann könnt ihr hier noch ein Gummiband drum machen oder einen Riemen. Na, hier ist extra zwei Haken. Aber er hält auch so erstmal. Und guckt euch das an, der ist dafür gemacht. Und das ist, ey, da muss ich sagen, da wurde einfach mitgedacht. Ne? Wie cool ist das? Wie cool ist das bitte? Ne? Ja, finde ich richtig stark. Den kann man hier auch rausholen. Aber ihr hört schon beim Reinsetzen, hört mal. Zack, der rastet richtig ein. Ne? Also hier sind Haken und der hält auch, aber wir wissen, wenn der Wagen mal überschlagen sollte, wäre schon gut, wenn wir hier ein Gummiband drüber machen, also hier zwischen den beiden Haken etwas festeres Band oder eine Schnur oder ein Klett, ne? Wie man es nimmt, auf jeden Fall ist es vorhanden und dafür gedacht und das finde ich mega gut, ne? Wirklich eine schöne Sache. Besonders für meinen Speedrun. Ansonsten Kabelverlegung, wirklich ordentlich gemacht, sieht ordentlich aus alles. Kann ich nicht meckern, dass das Reglerkabel ist hier unter dem Akkufach schön verlegt worden. Hier auch ordentlich verlegt worden in die Box. Ne, kommt hier nicht irgendwie in die Mitte, nach oben oder so. Wirklich ordentlich verlegt. Vom Servo sehe ich gar nichts. Wir haben hier die Antenne, die rausguckt. Das Antennenröhrchen haben wir ja in der Anleitung gesehen. Ja, jetzt seht ihr mal so die ganzen Sachen und habt auch die Neuerung gehört. Also wie gesagt, die Middle Brace,
der Tower, glaube ich. Dann die verhärteten Stangen, die Ausgänge, die Reifen, die Funke, sind alles Zubringsel, die extra gekommen sind. Denn die Ackermann-Platte mit 70-75, ne, hier die Lenkplatte, richtig stark. Mega, ne, wirklich mega. Die Brücken sehen auch richtig gut verarbeitet aus. Ich finde den Wagen einfach nur schön, wirklich schön. Und mit dem M-Line-Schriftzug noch schöner. So, ich zeige euch ihn mal im Detail. Ganz typisch vorne natürlich CVD-Wellen, ne, nicht zu vergessen, sieht man, hinten haben wir Knochen, ne, wie gesagt, härtere Ausgänge, 4 Spider-Diffs, ganz klar, Mitteldiff komplett aus Alu mit Stahl-HZ, alles weitere werden wir testen und ich bin richtig gespannt, sollte ich irgendwas vergessen, ich bin übelst aufgeregt gerade, ich finde diese Nummer so cool, ich freue mich tierisch, Modell Bormetz. Geil, wirklich geil. Cooles Teil, ey, wirklich, freue mich tierisch. Ja, auch diese hammergeile Karo. Ich mache die jetzt mal drauf. Sehr schön. Auch was noch zu erwähnen ist, hier hinten schön Langlöcher drin, falls der Wagen doch mal flexen sollte, ne, dass hier nicht gleich eure Karo rausreißen tut, ne, wenn es mal passieren sollte. Ansonsten gucke ich mal gerade, ist die... Nee, wir haben sogar noch Luft zum Tower. Ungefähr so viel Luft bis zum Tower. Heißt, ich werde hier auch wieder einen Schwamm drauf machen, der hier das Dach berührt und somit eine bessere Dämpfung, falls der Wagen mal aufs Dach knallen sollte, einfach nicht direkt der Kunststoff aufs Dach kommt, sondern ein Schwamm, der das abfedert. Ja, guckt euch das Ding an. Mega geil. Ich kann ihn euch nur so zeigen, aber sobald wir draußen sind, kommen bessere Bilder von vorne. Ey, guckt euch das an. Einfach nur geil. Richtig schön. Mega gut. Und glaubt mir, das war noch nicht das Letzte. Da werden noch diverse Sachen kommen. Ich werde mal kurz einen kleinen Einwurf machen, aber das Video kommt extra. Nur ein kleines Vorab. Natürlich M-Line, ganz klar. Und noch schöne Überraschungsteile. Dazu sei nur gesagt, ihr könnt den Wagen auch mit den Tuningsteilen, die ich euch jetzt hier zeige, schon miterwerben. Für einen schmalen, wirklich für einen schmalen Taler. Guckt euch den Link unten an. Einmal ohne, einmal mit. Schreibe ich extra rein. Das kommt auch noch rein in die geile Karre. Und das wird mega. Das wird richtig mega. Kommt extra Video. Und für die schöne Bodenplatte noch eine Schutzfolie. Natürlich von JS Parts SE Protection Skin. Ihr kennt die. Wir haben die getestet, über Asphalt gezogen. Die hält was. Ne? Damit dieses schöne Muster hier lange erhalten bleibt. Aber da kommt noch was anderes. Lasst euch überraschen. Das war es noch nicht. Das war es erstmal mit dem Unboxing. Ich bin richtig gespannt, wie er performt auf 4 und 6S. Werden wir sehen. Ach so, halt. Wir gucken uns jetzt noch die Funke an. Und dann auch noch mal einen Blick in die Anleitung natürlich. So, wir haben hier die Funke vom Kagama sowie auch die Räder. Was haben wir hier? Wir haben hier eine CT2R, steht drauf. Ich gucke gerade mal, ob irgendwie FlySky zu erkennen ist. Weil es sieht ein bisschen aus wie eine FlySky von der Art her. Wir haben 4 Batterien, finde ich gut. Kann man das rausholen? Ja, kann man rausholen. Könnte man eventuell auch mit einem Akku betreiben. Muss man sich informieren, was die Funke an Strom ab kann. Vielleicht steht es ja hier drin, ne? Gucken wir gleich mal. Dann könnte man eventuell auch einen kleinen Lipo einbauen. Auf jeden Fall finde ich gut, kann man rausnehmen. Bei den, na? Okay, Deckel hat hier die Rastpunkte, das heißt, ihr müsst ihn schon zur Hälfte rauflegen und dann einrasten und nicht von hinten. Gut, Trigger, ja, was soll ich sagen, ist eine RTR-Funke, fühlt sich aber okay an, ne? Fühlt sich okay an. Dann haben wir hier die allen möglichen, wir haben Reserve-Lenkung, Reserve-Gasbremse,
Wir haben Feintrimmungspunkte an aus, zwei LED-Leuchten, ich denke mal für Strom, Full und Low, Power, dann den Beinknopf hier in der Mitte, den wir aktivieren können. Aber so sieht das Ganze aus. Ja, ich finde immer diese manuell Trimmknöpfe eigentlich ganz angenehm, ne? Weil mit dem Digital ist immer so eine Sache, mit den Knöpfen kann man, finde ich, den gerade Auslauf einfach während der Fahrt viel schöner feinjustieren, meiner Meinung nach. Ist übrigens auch bei Nitro so. Deswegen, ich finde so eine manuellen Geschichten eigentlich sehr angenehm, auch wenn die Funken für den Anfang sind sie absolut ausreichend, meiner Meinung nach. Ich schätze mal, hier hinter ist die Antenne, Funke macht einen sehr guten Eindruck. Ja, ist halt Standard. Ich guck mal gerade, ob ich irgendwas finde. Aber ich finde keinen Aufschubaufzug von FlySky. Import. JSB Group. Ja. Belgien. Ja, schauen wir mal in die Anleitung. Gucken wir mal. Einmal die Anleitung für die Funke. Schauen wir mal kurz rein. 4,5 Volt. Der Receiver, also unser Empfänger, der kann zum Beispiel bis 7,2 Volt. Also von 4,5 bis 7,2. Die Funke kann anscheinend nur bis 4,5. Ja, also wisst ihr Bescheid, ne? Drei Kanal Fernbedienung, aber wir haben keinen dritten Kanal, den wir schalten können. Das heißt, der dritte Kanal ist nicht schaltbar. Könnt ihr aber benutzen für Licht oder. Ja, muss ich aber sagen, sieht wirklich, also gehen sie gut drauf ein, schön bilderiert. Hier wird alles erklärt mit Bildern, finde ich ganz gut. Weil manche haben es ja nicht so mit dem Lesen und da sind Bilder hilfreich. Und es wird hier symbolisch gut angezeigt, muss ich sagen. Ja, ist okay. Der Empfänger sieht aber so ein bisschen aus wie FlySky, muss ich sagen. Aber scheint wohl nicht zu sein, ne? Ja. Okay, dann wird nochmal der Anschluss gezeigt. Bis 6 Volt steht jetzt hier. Hier steht 4,8 bis 6 Volt. Und hier stand bis 7,2. Okay. Wir bleiben mal bei 6 Volt. Okay, ordentlich erklärt. Hier haben wir die Antenne, die wir noch einbauen müssen. Und wie gesagt, den Bindungsbutton. Oh, ja, hier sehen wir den Regler. Er heißt bei Corali Torox 185. Kennt der ein oder andere 3 bis 6S Regler mit 185A. Hier wird auch nochmal eine Anleitung mitgegeben, wie man ihn einstellt und programmiert, ohne Programmierkarte. Aber ich gebe euch einfach den Tipp, benutzt einfach die Programmierkarte von Hobbywink. Das geht einfach deutlich leichter. Hier seht ihr nochmal die programmierbaren Sachen, beziehungsweise auf was er eingestellt ist. Und ja, ne, ihr seht es hier. Man kann ihn auch sogar noch hochschalten, BEC Volt von 6 auf 7,4. Aber da müsst ihr aufpassen wegen euren Empfänger und Receiver. Ne? Wenn ihr da kein Hochvolt drin habt, dann könnt ihr euch, beziehungsweise wenn das Servo das nicht abkann, könnt ihr euer Servo und den Empfänger brezeln, wenn ihr den hochschaltet. Also vorher die Elektronik überprüfen, ob die das abkann. Genau. Aber hier auch nochmal eine detaillierte Anleitung. Dann neue Anleitung. Und das seht ihr hier. M-Line exklusiv. Sehr geil. Sehr geil, muss ich sagen. Oh, schön. Guckt es euch an. Ja? Mega. Freut mich richtig. In verschiedenen Sprachen. Hier übrigens nur in Englisch. Und auch die Fernbedienungsanleitung ist nur in Englisch. Ja, aber die Bilder erklären mehr als Worte. Hier haben wir aber verschiedene Sprachen. Und da gucken wir mal rein. Wir wollen dann mal gucken, was die deutsche Sprache zu uns sagt. Ah, ach so. Wurde das so gelöst? Moment. Nee, hier nicht. Auch schön, wie hier auch auf alles eingegangen wird, was ist, wo was drin steckt. Ja, also die Anleitungen werden immer besser, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann die Ritzel-Übersetzung finde ich auch gut, hier in verschiedenen Sprachen auch. Ne? Modul 1 haben wir hier. Und dann seht ihr, was ihr hier erreichen könnt mit den verschiedenen Ritzeln und den verschiedenen S-Zahlen. Ne? Hier 4S, 11er Ritzel zum Beispiel mit 4S sind bei 52T 59 km/h möglich. Mit einem 12er 64, mit einem 13er 70, mit einem 14er Ritzel, also Motorritzel wohlgemerkt, 75, mit einem 15er 80 und mit einem 16er 86 km/h mit 4S. Und mit 6S, mit einem 11er 89, 97, 105, 113, 121 und theoretisch 129 km/h. Ne? Irre. Guckt euch das an. Das ist ja irre. Ne? Rate ich aber von ab. Ne, rate ich einfach von ab.
Immer so das schöne Mittelfeld, dass der Motor schön kühl bleibt, ist eigentlich das Beste. Und ja, da werde ich auch noch mal darauf eingegangen, dass man das Ritzespiel einstellen kann mit einem Papier. Ist die leichteste Art für diejenigen, die es nicht können. Wie die Dämpfer entlüftet werden, finde ich auch gut. Übrigens auch bei den Dämpfern, Neuerung, die Teller sind härter und stabiler gemacht worden. Und auch die Rotends von den Dämpfern, die sind auch verstärkt worden. Also auch neu gegenüber den anderen. Das finde ich auch gut bei Coralie, dass einmal hier gezeigt wird, für was man die Differentialöle benutzen kann. Weil ich immer wieder lese, auch in verschiedenen Forums und überall eigentlich, welches Öl benutzt ihr und welches Öl soll ich benutzen für mein Auto. Hier steht es, ne, und das finde ich richtig gut. Hier steht einmal Offroad, da seht ihr welches Öl, wo hinten 7500er, Mitte 30, vorne 10.000, Bashing 20, 100.000, 10 und Factory 20, 110. Ne? Und Track Use, also man könnte ihn sogar auf den Track fahren. Und das, die vier verschiedenen Öle werden empfohlen dafür, beziehungsweise Differentialöle. Ne? Finde ich richtig gut. Ist übrigens hier bei den Dämpfern genau das Gleiche. Da ist da unten die Liste, welche Öle ihr für die Dämpfer nimmt und für welche Sache. Offroad, Factory oder Track Use. Ne? Ja. Also top, ne? Übrigens auch Stabi-System mit drin, ne? Was bei einem Becher eigentlich auch nicht not tut, aber hier ist Stabi-System vorne und hinten. Muss man auch mit anerkennen. Ja, leichte Demontage. Dann das die vier Diff-Spider-Geschichte hier mit den härteren Ausgängen. Wie gesagt, noch härter wäre Federstahl, ne? Gibt es als Tuning noch nachzukaufen. Also wenn ihr die kaputt kriegt, sollte man drüber überlegen, vielleicht Federstahl dann zu holen. Eine Explosivzeichnung von der Hinterachse, Explosivzeichnung von der Mitte, Bodenplatte, Lenkung, da seht ihr auch den Alupart. Ne? Übrigens doppelt Lenkungsgeschichte hier, sehe ich gerade. Wir haben hier nämlich auch noch eine Lenkungsplatte. Das heißt, die untere und die obere. Das ist also ein Sandwich. Gucken wir uns gleich nochmal an. Dann sehen wir den Tower. Da ist übrigens hier so ein Block, sehe ich gerade. Ja, und dann hier die Ersatzteillisten. Ja, ach so, hier den Block könnte man sich sogar holen. Ne? Ja. Okay. So, und dann sehen wir auch, aus welchem Material was ist. Dann sehen wir hier auch das Servo, Metallgear 25 Kilo, na, ganz wichtig. Dann sehen wir 13er Ritzel, so wie es aussieht. 52er AZ. Dann sehen wir hier nochmal die Tuningsmöglichkeiten, was man noch tunen könnte. Na, wären halt eben die Tuningsteile, die hier mit bei sind, die habe ich euch gezeigt eben. Und dann gibt es noch die Diff-Gehäuse, die man sich holen könnte aus Aluminium. Dann noch die Teile, die aus Kunststoff sind. Dann die Federstahlausgänge, die ich euch erzählt habe. Den Tower für die Mitteldiff, was ich auch beim Jumbo gemacht habe. Werde ich wohl bei dem auch machen. Ja, die verschiedenen Akkutypen und noch zwei Tunings-Servos. Ja, und dann nochmal eine Teileliste für die Schrauben. Hier, ganz lustig, in der PDF sind sie farblich. Das sind farbliche Unterlegscheiben. Das heißt, ihr könntet das ganze Auto auch noch mit farblichen Unterlegscheiben in verschiedenen Farben, wie ihr hier seht, anpassen. Also in meinem Fall wäre es blau und dann könnte ich alle Unterlegscheiben auch noch mit blau unterlegen. Könnte man auch noch machen. Ne? Dann noch ein bisschen Werkzeug und Werbung und dann war es das. Absolut legitime Anleitung in deutscher Schrift. Sehr gut. Ja, und dann war's das. Und dann freue ich mich, wenn ihr nochmal zu dem Upgrade einschaltet und zu den Akkus, die ich euch zeigen werde, beziehungsweise auch die 4S und eventuell noch weiteres Zubehör für den Punisher von M-Line. Exklusiv, mega geil. Ich freue mich tierisch. Ich hole ihn nochmal ins Bild. Oh, da ist das schöne Ding. Ich freue mich tierisch drauf. Das wird mega. Ne? Übrigens hier die Querstrebestange, die hier durchgeht. Die ist aus Metall, ne? Das ist kein Kunststoff. Und hier bei der Lenkung wollte ich jetzt noch mal kurz die Sandwich-Lenkung sehen. Ah ja, oben die Stange und unten die Ackermann-Platte. Ne? Könnt ihr leider nicht sehen, weil dunkel, aber ich werde es euch zeigen mit Licht. Da, könnt ihr sehen. Da ist einmal oben die Platte, die rüber geht und unten die Ackermann, die auch rüber geht. Ne? Also um die Lenkung schief zu kriegen,
da wird einiges dazugehören. Das sage ich euch jetzt schon. Da bricht euch vorher der Halter hier. Ne? Und der Halter ist günstiger als die Lenkung. Ja, was ich auch geil finde, Alu-Servohorn. Es sind für viele Leute, die den Kagama oder den Kronos haben, für die sagen jetzt so, ja, so viele Erneuerungen sind das ja nicht. Es sind halt die Erneuerungen gegenüber den alten Punisher. Ne? Und ich finde geil, guckt euch den Preis an, guckt euch einen Kronos oder guckt euch einen Kagama an, so gesehen, und guckt euch den hier an. Ne? Und dann finde ich das schon eine mega geile Nummer, die M-Line hier am Start gebracht hat. Also das freut mich tierisch, ey. Richtig gut, richtig gut. Reifen, kann ich noch mal kurz was sagen, finde ich ein bisschen, sind ein bisschen fest. Geht eigentlich, ja. Fühlen sich nicht schlecht an, haben natürlich eine Einlage, sind offen, haben, wie ihr hört, kommt Luft raus. Gewicht weiß ich gar nicht. Ich finde den Wagen jetzt nicht zu schwer. Ich hatte ja die Jumbo-Räder abgemacht, die waren übel schwer. Ich weiß nicht, ob die genauso schwer sind, aber der Wagen fühlt sich nicht so schwer an, wenn ich ihn hier hochhebe. Daher kann ich mir vorstellen, dass die Reifen deutlich leichter sind und machen einen okay Eindruck. Haben kein Offset, so wie es aussieht, weil hier vorne gleich die Mutter ist. Vielleicht minimal, ja, aber die Reifen gehen ziemlich weit rein. Ja, also die gehen wirklich ziemlich weit rein. Man könnte den Wagen also noch verbreitern, indem man Reifen mit Offset drauf macht. Und dann kriegt man den Wagen auch noch breiter. Ne? Genau. Ja, ansonsten mega cool. Ne? Federung, alles. Ich freue mich. Ich freue mich so tierisch. Geil, ey. Ja, ich mache die Karo drauf und dann verabschiede ich mich. Danke fürs Einschalten. Wenn noch irgendwelche Fragen sein sollten oder ihr noch irgendwas wissen wollt, dann fragt in den Kommentaren. Ich werde sie euch beantworten. Und wir sehen uns dann draußen zum Speedtest. Ich freue mich. Euer Laser. Bis zum nächsten Video. Tschüss.